Hals. Sag mal, Kasim, Sie. habt ihr nicht irgendwie Zauber oder so, mit dem man das machen kann? Kopfschauen, irgendwas. Es gibt Magie, die das kann, aber ich beherrsche sie nicht. Ich bin Elementarist, Oh. kein Hellsichtmagier. Könnt ihr Magie erkennen, wenn ihr sie seht? Also, ihr wisst schon, dieser komische Zauber da. Wenn sie nicht gut verborgen ist, ja. Wollt ihr vielleicht mal die Kiste überprüfen? Wenn wir sagen, ja, das Kasim hat da drauf geschaut und das ist nicht das Ding. Aber hey, lass uns fürs Geld das Ding noch zurückbringen und sie dann wegläuft, dann sind wir sie wenigstens los. Und wenn sie noch Das dabei ist, dann kann es uns egal sein. Problem ist, erstens, der Elf hat spürt, dass etwas mit dieser Kiste nicht stimmt. Ich weiß nicht viel über Elfen, aber ich weiß, dass sie ein sehr feines Gespür für die Welt haben. Wie auch immer das funktioniert. Vielleicht täuscht er sich auch nur und es ist irgendwie eine Sinnesillusion von ihm. Dann lasst uns tatsächlich einfach eine Falle stellen. Wenn sie, sagen wir mal, sie gehört zu denen, die an das Zeug in der Kiste ran wollen. Wenn ich dafür sorge, dass Mandarion in dem richtigen Moment die Klappe hält und du sagst, hey, ich habe mir mit einem Zauber das angesehen, da ist nichts drin, wir können ganz entspannt unsere Reise fortsetzen, müssen auf nichts achten und sie am nächsten Morgen weg ist, dann wissen wir, auf welcher Seite sie stand und wir können die Kiste trotzdem wegbringen. Wenn sie immer noch dabei ist, dann können wir ihr vertrauen. Mein Problem ist nur, dass sie jetzt weiß, dass es zwei Gruppen gibt. Und sollten die Bannstrahler wirklich das dabei haben, was wirklich das wichtige Artefakt dabei haben, und sie verschwindet auf einmal plötzlich, kann ihre Gruppe warnen. Und dann sind die Bannstrahler in Gefahr. Ronga, ohne Witz, die Bahnsteige sind mir scheißegal. Spielen wir einmal ein Szenario durch. Die Annahme ist, was auch immer da drin ist, ist zu gefährlich, um auf Burg Auralet zu bleiben. Das heißt, es ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Was auch immer es sein mag. So gefährlich, dass man auf eine Nebelkerze legt. Eine zweite Karawane, die... Naja, ihr wisst. Im Falle, dass wir die Echte sind und sie das ausplaudert, haben wir eventuell die gesamte Taktik ruiniert. Unter Umständen gelangt was auch immer in wessen auch immer Hände, der damit schlimme Dinge tut. Und dadurch potenziell eine ganze Reihe Menschen sterben werden. Und die Welt vielleicht noch weiter ins Ungleichgewicht gestoßen wird, als sie es eh schon ist. Gut, dann machen wir es vielleicht ein wenig anders. Wir bleiben bei dem Plan, den ich gesagt habe, und achten darauf, wenn sie abhauen möchte. Dann schnappen wir Oder sie wir gehen uns und keinerlei dann quasi. Risiko ein. Da, Deswegen keinerlei siehst du wie Risiko eingehen Kasim. heißt, wir verkloppen sie jetzt direkt. Und wenn Und sie unschuldig ist, dann habt ihr eine Unschuldige verletzt. Super, gut wir gemacht. quetschen alles aus ihr raus, was wir können. Ronga, Vielleicht weiß Folter sie was. funktioniert nicht. Nach irgendeinem Punkt erzählen die Leute, was du hören willst. Einfach nur, damit es aufhört. Das ist ein beschissener Plan. Ich traue ihr nicht, Ado. Ja, deswegen schlage ich ihr diese Taktik vor. Dass wir sie verarschen. Wenn sie dann abhauen möchte, dann erwischen wir sie in der Nacht, dann können wir sie immer noch zusammenschlagen. Dann hat sie es verdient, dann wissen wir, dass sie auf der falschen Seite stehen. Aber Nein, ich werde nicht nein. eine potenzielle Unschuldige einfach zusammenschlagen, und um sie rauszufoltern, was sie weiß. Bloß weil sie dir Nein, einmal darum schlecht geht es aufgefallen nicht. ist. Doch, genau darum geht es. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Informationen aus ihr herauszubekommen. Es geht darum, zu verhindern, dass sie Informationen weitergibt. Völlig egal. Beides. Wir halten sie auf, sorgen dafür, dass ihre Informationen nicht weiterkommen können, außerdem die Informationen aus ihr rausbekommen, wo ihre Leute sind. Dann Wir können wir die gehen. Bannstrahler warnen. Wenn sie weiter mit uns rumzieht, gehen wir ein Risiko ein. Bisher ist sie kein Risiko, weil wir nicht wissen, auf welcher Seite sie steht. Wir sind Bisher uns ist das nicht sicher, dass einzige sie auf Risiko, unserer Seite steht. dass wir Damit ist richtig sie ein liegen. Risiko. Ja, und was spricht jetzt gegen das, was ich vorgeschlagen habe? Das Wir Risiko. verarschen sie und dann? Dann denkt sie, hey, ich hau ab. Und dann erwischen wir sie dabei, weil wir genau wissen, dass wir genau darauf achten, dass sie einen Fehler macht. Und dann können wir sie immer noch befragen. Aber ich werd nicht zulassen, dass sie einfach so die Frau euch schnappt und verprügelt. Ihr seid doch, also ganz ehrlich. Vielleicht müssen wir sie auch gar nicht verprügeln, und es reicht die bloße Angst, dass Vielleicht, sie vielleicht, weiß, dass sie vielleicht. Das ist eine ein Messer am Söldnerin. Hals hat. Und wenn sie dann so ein gefährliches Artefakt will, dann ist sie nicht irgendjemand. Dann spielt sie vielleicht mit den Dämonen. Dann ist ihr vielleicht scheißegal, ob sie stirbt. Na, wenn sie mit den Dämonen
im Bunde ist, dann ist mir auch scheißegal, ob sie stirbt. Ja, aber dann hilft es. Was tun wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir tun so, als ob du dieses Ding dir anschaust. Dann sagst du, hey, alles gut, da ist nichts drin. Ich sorge dafür, dass mein Darion, während das die Klappe hält oder weg ist oder ein Eichhörnchen füttert oder was auch immer er tut. Und dann sehen wir, was sie macht. Wenn sie ganz entspannt mit uns mit weiterreist, gut. Wenn sie versucht abzuhauen in der Nacht, wir stellen Wachen auf, wir achten genau darauf. Wir drei achten genau darauf. Zusammen mit Travigor vielleicht. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir dem das sagen sollten. Und wenn sie dann Scheiße baut, dann können wir immer noch machen. Aber in jedem Fall erzählst du, hey, diese Kiste ist leer, da ist nichts drin. Wir können unseren Auftrag ganz entspannt zu Ende bringen. Versuchen wir es. Ja, gefällt meinem Plan besser, aber gut, Ardo, wir machen es auf deine Art. Danke. Während ihr wieder zurückkommt, könnt ihr erkennen, wie Mendarion zwischen den anderen beiden sitzt und vom Wetter erzählt. Es wird auf jeden Fall regnen. Viel sogar. Und kalt wird es werden, denke ich. Ich wünschte, ich wäre zu Hause. Heute also, Nacht, glaube ich. Redet ihr von morgen oder redet ihr von in den nächsten paar Monaten? Ich denke heute Nacht noch. Oh. Ich wünschte, ich wäre zu Hause, wo die Weiden einen beschützen. Dann sollten wir uns wohl schleunigst einen Unterschlupf suchen. Und gehen wir also weiter? Hervorragend. Kommt. Aber finden wir hier dann einen Unterschlupf? Jetzt noch? Und dann gehen wir halt, bis wir einen finden. Es ist, ja, immer es ist so dunkel. Zur Not schlaft ihr unter der Kutsche. Oh, ihr müsst ja... Ich vergesse, ja. Nach Neu-Ost-Werheim würde ich nicht gehen. Erinnert euch, was wir da das letzte Mal gesehen haben? Dieser komische Leichensammler? Da müssen wir dran vorbei. Ja, aber ich möchte nicht da nächtigen oder so. Ach so, ja, nee. Das... Und die Wachen? Ja. Mendarion, kommst du mal kurz mit? Ja, natürlich. Und die Wachen sollen dann gleich im Regen stehen, oder wie sehe ich das? Ja, hast du einen Mantel dabei, oder? Mendarion freut sich einfach nur mit wie heißt das, inkludiert zu sein und dackelt dir hinterher. Sehr gut. Ja, ich gehe mit ihm mal bis zum 1-200 Meter, also schön noch in Sichtweite, aber so, dass man halt kein Wort mehr hört, auf einen Hügel oder so. Oh, von hier sieht man etwas mehr. Hm. Wollen wir lieber hier rasten, damit wir mehr sehen können? Ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Das können wir später den anderen vorschlagen. Aber Mendarion, was mich interessiert, fühlst du jetzt noch dieses Ding, was in der Kiste drin ist, oder was auch immer das ist? Er zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob es die Kiste ist. Ich meine, da hinten ist... Ihr wisst schon, was da hinten ist. Ja. Vielleicht wird es verständlicher, wenn wir weiter von hier weg sind. Na gut. Hm. Ja. Dann sag mal, Mendarion, könnt ihr auch diesen komischen Zauber, mit dem ihr sehen könnt, ob etwas magisch ist? Ihr Menschen hat versucht, mir zu erklären, dass unser Mandra ein wenig wie euer Taubra ist, aber... ja. Nein. Okay. Die Dinge sind nicht einfach so magisch. Entweder sie gehören zum Mandra oder sie sind außerhalb des Erschaffenen und sind es dann nicht. Erklär mir mal, was du damit meinst. Und ich würde mir von Mendarion erklären lassen, was er meint und solange die anderen... Ja, es kommt der Elfengeschnaffel über das Mandra und über das Licht und über Nordra und Cerza und ihren Wandel. Ich höre tatsächlich interessiert zu. Das ist er nicht gewohnt, aber das wird ihm auch nicht auffallen. Was macht er da wohl mit Mendarion? Ich hoffe, er macht keine schlimmen Dinge, stellt keine schlimmen Dinge mit ihm an. Schlimme Dinge in Travigors Vorstellung sind natürlich auch was ganz anderes. Also nicht, dass die da was sich betrinken oder so oder irgendwas rauchen. Also. Ach, bestimmt nicht. Mendarion bringt ihm wahrscheinlich nur ein Blütchen bei oder sowas. Wir sollten Mendarion allgemein, jetzt wo er weg ist, will ich das mal in die große Runde sagen. Also wir sollten ihn nicht allzu viel von Schnaps anbieten oder so, weil ich denke, er ist da sehr, sehr viel feinfühliger und kann vielleicht auch nicht wirklich Nein sagen. Also besser ihm nichts andrehen. Alles klar, vertragen Elfen nicht so viel oder Mendarion im Allgemeinen. Ich hatte leider noch nicht so viel mit. Ich gehe davon aus, genau, dass er eben wegen seiner Feinfühligkeit da nicht so trinkfest sein wird wie
der ein oder andere gestandene Krieger wie ihr. Alma, trinken wir doch mal einen Schluck. Das wohl, bei Swafnir. Kasim bekommt eine. Wird ein wenig mit dem Ellbogen an die Seite gestupst. Ja, Kasim steht wortlos auf und geht hinter den Wagen. Und dann murmelt er dort eine Formel. Oder im Arcanum Senserei. Und kommt dann nach ungefähr so 10, 20 Sekunden wieder zurück und hockt sich wieder hin. Ui, so schnell geht's. Ja, er hockt sich dahin. Und, naja, erwähnt das nicht weiter. Als wäre es das Normalste der Welt. Also, wie teilen wir die Wachen ein? Wie ist es euch recht? Ich nehme die in der Mitte. Bei Swafnir das wohl. Genau, und ich würde vorschlagen, da es die Hundswache ist, hält da noch, nun... Hier vielleicht. Sehr gerne. Danke, dass du an mich gedacht hast, Traviger. Und, Traviger, wir machen die erste. Was? Traviger, wir machen die erste. Und er schaut zu Ardo, der mit Darion hinten weit auf dem Berg ist. Ardo kann die letzte machen, mit wem auch immer. Ich dachte, ich mache die erste, ich stelle schon bereit. Aber wie ihr wollt. Ihr macht mit die letzte, würde ich dann vorschlagen. Ja, mir ist das egal. Also gut, Kenners, Zeit fürs Bett, schlafen. Herbo Ranfel legt sich unter die Kutsche, er hat das gehört, dass es wohl bald regnen soll, zieht sich nochmal sein Kutscherhut über die Augen und nach kurzer Zeit könnt ihr es leicht schnarchen hören. Und wir anderen beiden kommen dann auch zurück. Ich wende mich nochmal zu Alman zu und stoßen mal an, ob sie noch sowas trinken will. Nee, Hundswache und so, ich gehe jetzt schlafen. Aber sie halten noch gar keine Wache. Hä? Doch, die in der Mitte. Hör doch zu. Ja, Entschuldigung. Zu viel getrunken. Gute Nacht. Echtle. Ich würde in meiner Wache, während meiner Wache K7 ansprechen. Was gibt's? Ich würde sagen, es kommt jetzt vielleicht als Schock für euch, aber nun, ich kenne mich ziemlich gut mit Menschen und Gesprächen und auch Lügen aus. Und oh, jetzt private Unterhaltung anfängt. Ich möchte darauf hinweisen, dass Mandarion prinzipiell nicht schläft und deswegen die ganze Nacht hier rumwuselt. Davon ist Kasim ausgegangen, das hat er schon mal bei ihm erlebt. Ja, ich weiß nicht, ob Traviger das auf dem Plan hat, deswegen sage ich es jetzt. Guck so ein bisschen in seine Richtung, aber lass mich nicht irritieren. Ich befürchte, die Torvanerin lügt uns an. Soweit sind wir auch schon. Ihr habt das auch gespürt, oder? Habt ihr das durch eure magischen Kräfte... Andere haben das bemerkt. Ach so. Na gut, also wir sollten auf jeden Fall sie nicht aus den Augen lassen und vorsichtig sein. Wird wahrscheinlich was mit der Truhe vor, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Na gut, dann halte ich mal weiter Wache. Die Zeit vergeht. Und es passiert erstmal nichts. Wird euch weiter unterhalten oder aber die Wache abgeben. Zweite Wache macht dann Bonga, Alma und Ardo, oder? Nee, Ardo hatte Kasim einfach in die letzte eingeteilt. Ja, Mandarion ist ja immer dabei. Ja. Dann wird Alma natürlich aufstehen, ohne grummelig zu sein, nicken und warten, bis du eingeschlafen bist. Sitzt dann so ein bisschen, steht auf die Kiste, es gibt kein Feuer, an dem man sich wärmen kann, aber in der Nacht wird es dann tatsächlich sich zuziehen und das, was Mendarion schon befürchtet hatte, während eurer Wache, wird es anfangen zu regnen. Warum musst du denn nur recht behalten? Was hast du? Nein, der Elf, der hat's gesagt. Er hat's gesagt, dass es anfangen wird zu regnen. Und einmal dachte ich, muss ich ihm nicht glauben. Ach so. Ja, freut euch doch. Ich gebe zu, es ist ein bisschen viel und wir sitzen direkt. Scheiße, du bist noch wach? Oh, natürlich. Ich dachte, du schläfst.
Oh, ich habe da hinten nur gesessen. Eine Weile. Dann leg dich schlafen, Mann. Jedenfalls, nun, wie gesagt, es ist ziemlich viel Wasser. Ich mach die Augen zu. Na gut, wenn ich das mich erinnere, mach die Augen zu. Du sollst schlafen, Mann. Darf halt nicht, aber wenn ihn das glücklich macht, vielleicht braucht er seine Nachtruhe. Menschen sind da ja. Menschen sind da ja. Ja. Einmal nimmt sich noch irgendwie so einen schwarzen Grashalm oder irgendwas vom Acker und piekst da so ein bisschen so Löcher in die Luft. Nach ungefähr einer halben Stunde, wo es von Mendarion wenig mehr gab, weil er die Augen zugemacht hat, wird sie wieder nach oben in den Regen gucken, zu Ronga. Dieses Geräusch macht mich so ein bisschen kribbelig. Ich gehe mal austreten. Ja, tu dir keinen Zwang an. Zu viel Met und so. Ja. Bis gleich. Natürlich, verstehe ich. Ja, damit schlägt sie sich von der Kutsche weg in Richtung des Hügels, wo vor ein paar Stunden Ardo und Mendarion standen. Ja, wenn sie kurz außer Sichtweite ist, stehe ich auf, gehe zu Ardo, trete ihn einmal gegen die Seite und mache mich dann in Richtung, wo sie hingegangen ist. Ja, Mendarion klemmt auch noch am Hintern, sobald sie weg ist, weil er froh ist, jetzt nicht mehr stillsetzen zu müssen. Oh, ja, ich ziehe erstmal meinen Dolch, weil mir jemand im Schlaf in die Seite getreten hat. Orientiere mich kurz und ziehe mal dann meinen Regenmantel über und schaue ihm hinterher. Ja, Ronga verschwinde jetzt auch in den Büschen. Ja, Schleichenprobe, um ihr zu folgen, ohne dass sie es bemerkt. +3, weil der Boden ziemlich matschig ist. Warum laufen wir ihr nach? Sie wollte doch von uns weggehen. Das wird wohl einen Grund haben, warum sie weg will. Er hat doch gesagt, sie will austreten. Warum die Menschen das so oft machen müssen, ist mir auch nicht klar. Damit meinen sie, dass sie auf ihre Blase lernen muss. Sie muss pissen. Das habe ich verstanden. Ja, aber wir haben das Gefühl, dass sie uns anlügt. Nur? Weswegen? Wegen dem Wagen? Oder wegen dem anderen Wagen? Oder wegen der Kiste? Wegen allem dem. Denkt ihr, dass sie gefährlich ist? Das denke ich schon die ganze Zeit. Ah, ich verstehe. Dann legt er sich den Finger vor den Mund. Ich werde auch mal Kasim anrempeln und aufwecken. Ja, die anderen beiden sind derweil an der Hügelkuppe verschwunden und können Alma der Axt folgen. Ihr seht in der Dunkelheit, es ist schwierig, es ist dunkel, es regnet und Sinnschärfe, Sicht. Ja, ausreichend. Ich habe herausragenden Sinnsicht und, also warte, sorry, ihr beiden unten. Nee, Mendarion und Ronga, die beiden, okay. Die Schleichen gerufen haben. Ich habe herausragenden Sinn und ich bin nachtsichtig. Ja, alles klar. Ich gebe jetzt aber die -5 ein und ich glaube, die Nachtsicht der Schweren, das ist dann maximale 2, ich bin nicht ganz sicher. Viertel, nee, -5 zählt nicht, wenn du eine Dunkelheit Erschwernis kriegst. Ich glaube, es wird geviertelt. Wie gesagt, ich bin nicht dunkel, ich bin nicht dämmerungssichtig, ich bin nachtsichtig. Wichtiger Unterschied. Du kannst es erkennen, und Ronga sieht nicht so viel. Ich fange mal mit Ronga an. Sie hat tatsächlich nicht ausgetreten, sondern hat sich abgekniet, hat ihren Ärmel hochgekrempelt, da wohl sich mit dem Dolch geschnitten, und Mendarion kann derweil erkennen, wie wohl im Himmel sich gerade von ihr entfernt eine Krähe, und zwar nicht nur irgendeine, sondern eine Aaskrähe, die gerade von ihr aufsteigt. Wie unheimlich kommt mir diese Krähe vor? Ja, mach mal eine Intuitionsprobe. Intuitionsprobe. 10, 5 über. Ja. Nicht unheimlich, aber schon disharmonisch. Dann möchte ich sie runterholen. Ja. Bogen ziehen, hast du schnell ziehen? Weiß ich nicht. Sekunde. Man muss auf alle Fälle dann schnell ziehen, ohne gezielt auf ein kleines Ziel. Schauen wir uns mal die Modifikatoren an. Ja, genau, würfel einfach mal. Ich guck mit der Wahl mal die. Oh, habe ich einen Chip?
Im Prinzip, du hast deine Schicksalspunkte noch nicht verbrannt oder so, also ja. Ich muss nicht auch spontan noch einen Charaktere-Chips haben. Das ja, musst du mir jetzt aus. Okay, jetzt gehe ich in die Fernkampftabelle. Also, Zielgröße. Das Ding ist keine Kröte, Schlange, Versager, Katze, Rabe, plus 6. Rabe ist plus 6. Okay, habe ich noch 5. Entfernung, würde ich sagen, Mittel, ne? Ja, Mittel. Plus 4. Ja, wie viel ist das auf in Metern? Ja, also Alma ist ein bisschen entfernt und die Krähe ist auch eben ein bisschen entfernt. Ich würde sagen 50 Schritt. Okay, dann bin ich bei in meiner zweiten Kategorie, das ist plus minus 0. Ja, es ist eine schnelle Bewegung, also nochmal plus 2. Okay, habe ich noch 3. Dann Sichtverhältnisse. Es ist Sternenlicht plus 6. Wird für mich geviertelt auf die. Wird für dich geviertelt. Dann 2 runter. Ja, ist eine 2. Dann bist du. Hast du einen Entfernungssinn? Ich habe Entfernungssinn. Oh, richtig, da krieg ich noch eine minus 2. Siehst du, habe ich gar nicht mitgerechnet. Danke für sein Erinnern. Minus 2, einäugig bist du nicht. Nachtsüchtig würden die Abzüge maximal eine plus 5 geben. Farbenblind, kurzsichtig, nachtblind. Steuerschuss nach oben ist egal. Dann hast du es plus 1 oder sowas geschafft, ne? Ja, mit anderen 2 Punkten über. Ja. Also auf alle Fälle kannst du die Aaskrähe mit einer kleinen Blutexplosion, zumindest glaubst du, dass es Blut ist, zumindest platzt sie auseinander und der Pfeil verschwindet in der Dunkelheit in der Nacht. Alma hat es nicht gesehen, dreht sich jetzt aber trotzdem um und würde wieder zurück ins Lager stapfen. Eine schnappende Bogensehne gibt auch ein gewisses Geräusch ab. Ich weiß nicht, ob das bis zu ihr durchdringt. Sie würde meine Sinnschärfe hören proben. Ja, ich meine, es regnet. Ich weiß nicht, ob das bis zu ihr durchdringt, aber ja, die Möglichkeit 19, nicht. Nein. Sie hat euch noch nicht gesehen. Sie ist gerade noch beschäftigt damit, ihren Ärmel wieder runter zu krempeln. Derweil bei Kasim und Ado. Ja, sobald Kasim wach ist, schlägt er erstmal die Augen auf und greift auch reflexartig in Richtung Magierstab, der immer so direkt neben dem Kopf in der von seiner Schlafstadt liegt. Ich bin's, Kasim. Ja, was ist? Die Torwallerin ist abgehauen, die zwei anderen sind dir hinterher. Ich wollte noch einen Mann für die Wache. Komm. Gut. Die Kiste ist absolut unmagisch. Ja, warum hast du es dann nicht gesagt? Weil es die Wahrheit gewesen wäre und ich nicht will, dass sie die Wahrheit weiß. Aber darum ging's bei der ganzen Sache. Wenn die Kiste absolut unmagisch ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder irgendetwas, zum Beispiel die Prios-gefälligen Symbole, unterdrücken die Magie, oder da ist keine. Wenn da keine ist, und wie ihr gesagt hätten, da ist keine, hätten wir sie auf die Spur des Wahren gelenkt. Also im Zweifel bin ich immer noch dafür, wenn sie zurückkommt, sie kalt zu machen. Ado ist tatsächlich einfach sprachlos. Und sie ist ein unnötiges Risiko. Wird dann entnervt mit den Schultern zucken und sich einfach von ihr wegdrehen und in die Dunkelheit starren. Kasim scheint nicht zu verstehen, wo dein Problem ist. Mendarion, möchtest du wieder umkehren? Gemeinsam mit Ronga? Ich möchte ihm sagen, da war eine Krähe. Ich glaube, ein Botenvogel. Ich sehe mir das an, ja? Gehst du zu den anderen zurück oder willst du sie beobachten? Ich bleibe hier, ich verstecke mich hier und sobald sie zurückgeht, werde ich ihr wieder folgen. So. Das Gut, dass man nachher daraufhin sagt, geht vermutlich schon im Regen rum, als er sich umwendet und von dann huscht. Ich möchte nach der Krähe suchen. Und mich zwischendrin wundern, ob es, wenn es am Ende nicht ein normaler Vogel war, dies vielleicht bei Doc war. Pferdensuche. Weil über diese spezielle Schwelle bin ich, glaube ich, schon vor langer Zeit geschritten. Währenddessen können Kasim und Ado erkennen, wie wohl Alma ohne die anderen beiden wiederkommt. Vielleicht hat sie sie umgebracht, aber zumindest blutet ihre Axt nicht. Sie kommt ins Lager, schaut sich verwirrt um. Wo ist Ronga? Weiß ich nicht. Hat mich aufgeweckt, er wollte auch aufs Toilette gehen. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Spanner. Sie schaut sich ein bisschen misstrauisch um. Wo ist Mendarion? Vermutlich Ronga gefolgt. Elfen müssen nicht schlafen. Aber sie müssen auch nicht pinkeln, so wie ich ihn verstanden habe. Hat er vorhin gesagt? Doch, weiß ich nicht. Ronga kommt mit gezogenem Schwert aus dem Gebüsch heraus, wo die Torwallerin gerade rausgekommen ist. Du scheiß Spanner.
Du bist so ekelhaft. Ach, ich bin der Ekelhafte hier. Dreht sie sich um? Ja. Wenn sie sich umdreht, aktiviere ich das Eisschwert. Das braucht ja keine Formel, weil Stabzauber. Ja, gehen dann deine Stabzauber kaputt, die sie drin sind? Nee, ich kann sie nur, solange ein Stabzauber aktiviert ist, nicht darauf zugreifen. Okay. Ich werde ihm beruhigend eine Hand auf den Schwertarm legen. Also ich werde ihn nicht aufhalten, aber ich werde kurz warten, um zu hören, was Rongar sagt. Ja, du schlägst deinen Stab auf den matschigen Boden und es gibt das Klirren von Eis, das gerade zerbricht. Dann hat er ein Schwert in der Hand. Sie dreht sich wieder um. Scheiße, was wollt ihr? Also Rongar, was gab's? Sie hat irgendwas mit Blut gemacht, sich mit einem Messer an den Oberarm geschnitten. Und Mendarion sagt, er hat eine Krähe auffliegen sollen, ein Vogel. Wahrscheinlich eine Nachricht. Er wird jeden Augenblick wieder hier sein und diese in der Hand halten. Dann wissen wir, was wir von ihr halten sollen. Währenddessen durch die Gespräche können auch Leonidas und Travigor wach werden. Ich würde jetzt auch mal laut pfeifen, die Hand von Kasims Arm nehmen. Einen Schritt zurücktreten. Ich würde dir raten, eiskalt, dich die Waffe zu ziehen. Und meine damit offensichtlich die Torwallerin. Scheiße, wollt ihr mich hier so umbringen? Seid ihr verrückt? Was ist denn Freunde, los? Was geht hier vor? Was macht ihr denn? Ey, ihre Gnaden. Noch einmal und alle stehen hier mit gezogener Waffe. Die Verrückten wollen mich umbringen. Sie hat irgendeine komische Blutmagie benutzt und Ronga hat sie dabei erwischt. Leonie, das hilft mir, die sind verrückt. Er hat gerade Blutmagie gesagt. Ich mach mal Selbstbeherrschung erschwert im Prinzip in Treue. Zum Glück ist deine Selbstbeherrschung jenseits von Gut und Böse. Ansonsten werde ich vorher jetzt tun. Da bleibt genau 0 übrig. Puh, ich sehe gar keine Probe. Ja, nee, genau 0 THW. Ach so. Gewürfelt. Sobald wir Mendarion wieder da ist, wissen wir es ja. Oh! 3 Einsen. Er bleibt cool. So. Ah. So, wo ist jetzt aber was, dass sie irgendwas mit so einer Blutmagie oder so gemacht hat? Was hat sie gemacht? Ich war auf Klo, Mann. Ronga, wo hat sie. Du hast gesagt, sie hat sich in den Arm geschnitten? Sie hat sich in den Arm geschnitten. Also, ihr wisst schon, Oberarm. Dass Frauen manchmal. Bitte macht eure Oberarme bluten. Frei. Der Tätowierte. Bitte die Oberarme frei machen. Sie schaut euch missmutig an.